Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video rund um das Thema Bereichsintegrale. Wir haben eine Frage von einem Zuschauer erhalten, danke dafür, bei dem es darum geht, wie berechnet man eigentlich einen Schwerpunkt? Und dabei ist mir aufgefallen, dass in den Videos bisher noch keine formale Definition drangekommen ist, womit wir Begrifflichkeiten wie Masse, Flächeninhalt, Schwerpunkte einfach mal einsortieren und daher genau dieses Video jetzt zu diesem Thema. Masse, Flächeninhalte, Schwerpunkte. Wie berechnet man das mit Hilfe der Bereichsintegrale? Schauen wir uns zunächst erstmal das ganze Konzept an. Was liegt bei einem Bereichsintegral vor? Na, wir haben vorliegend im R-Quadrat einen Bereich B, Teilmenge R². Das kann man sich also vorstellen wie, naja, irgendein Objekt. Wir schraffieren es noch einmal, was in dem R² drin liegt. Meistens ist es eine zusammenhängende Fläche, die beispielsweise das Bauteil einer Konstruktion beschreibt. Auf dem darf jetzt eine Dichte liegen. Die Dichte wird häufig mit Delta x und y oder mit f von x und y bezeichnet. Das heißt, wir haben hier sozusagen einzelne Dichtepartikel drauf liegen. Beispielsweise könnte dieser Punkt 5 Einheiten schwer sein, der Punkt 3 Einheiten. Und wenn wir sogar von einer Ladungsdichte oder etwas Ähnlichem ausgehen, könnte auch mal minus 1 Einheiten hier an der Stelle liegen. Was jetzt genau hinter dem Bereichsintegral liegt, das ist durchaus eine sehr dehnbare Definition. Also Masse muss jetzt nicht heißen physikalische Masse. Das Ganze kann beispielsweise auch ein Feld sein, was von einem Landwirt bewirtet wird oder ein Stück einer Solaranlage und die Dichte ist dann die Menge an Sonneneinstrahlung, an aufgenommener Energie. Da ist man ganz flexibel. Da muss man im Endeffekt aus der Anwendung heraus drüber nachdenken, was ist denn das eigentlich, was könnte das sein und wie kann ich das Tool des Bereichsintegrals hier verwenden. Jetzt haben wir hier die Dichte vorliegen und die Dichte kann an jedem einzelnen Ort anders sein und deswegen stellen wir die Dichte in Abhängigkeit von x und y dar. Wenn wir jetzt die gesamte Dichte aufsummieren, dann erhalten wir die Masse des Stücks, was auch immer die Masse jetzt ist. Erste Definition, Masse. Die Masse ist m gleich das Integral über b von f db. Das heißt, wir integrieren sozusagen über diese Funktion, über Dichtefunktion Delta bzw. f und erhalten damit dann die Masse. Sinngemäß muss man sich das wie folgt vorstellen. Einfach mal spaßeshalber. Ich habe hier einen Bereich und auf dem Bereich verspritzt sich vielleicht einfach mal eine Packung Schlagsahne. Und bei dieser Schlagsahne liegt überall ein bisschen kleines Häufchen herum. Dann habe ich also sozusagen, je nachdem auf welcher Ecke ich das gerade angucke, eine unterschiedlich verteilte Schlagsahnendichte. Jetzt bin ich aber ein kleines Schleckermäulchen und möchte das Ganze vielleicht alles schön, naja, mir einverleiben und möchte daher die gesamte Schlagsahne des gesamten Bereichs einmal aufnehmen. Dazu würde ich sozusagen mir einen Weg suchen, wie ich das alles aufnehmen könnte. Das ist die Frage der Integrationstechnik. Und das, was ich insgesamt dann aufgeschleckert habe, das ist die Masse. Okay, mal plastisch gesprochen. Es gibt noch zig andere Beispiele und in der Ingenieurstechnik ist das Ganze sicherlich auch sehr anwendbar. Masse ist sozusagen einfach nur die Summation über die Dichte. Begriff des Flächeninhalts. Na, Flächeninhalt. A. Das wiederum setzt voraus, dass ich eine spezielle Dichte habe, nämlich die Dichte, die konstant die 1-Funktion darstellt. Na? Das heißt, egal an welchem Punkt ich das Ganze untersuche, ich habe immer die 1-Funktion da drin liegend. Wenn ich den Flächeninhalt berechnen möchte, dann tue ich so, als wäre überall an jedem Punkt das Gewicht 1 und ich schreibe damit die konstante 1-Funktion in das Integral hinein. Das lässt sich einfach dadurch rechnen, dass ich eine 1 überall reinrechne. So, haben wir diese beiden Begriffe, können wir auf die Ebene der Schwerpunktsbegriffe weitergehen. Dann können wir uns nämlich auch die Frage stellen, wenn das jetzt ein technisches Bauteil ist,
Ja, wo liegt denn bitte schön bei diesem technischen Bauteil der Schwerpunkt? Und dafür gibt es zwei Begrifflichkeiten bei Schwerpunkten. Schwerpunkt der Massenschwerpunkt, Massenschwerpunkt. Der Massenschwerpunkt, der berechnet sich wie folgt. Dazu muss ich mir kurz überlegen, wie ich den Schwerpunkt aufbaue. Na, wir sind im Zweidimensionalen, deswegen hat der Schwerpunkt zwei Koordinaten, Sx und Sy. Und der Massenschwerpunkt lässt sich jetzt wie folgt berechnen. Ich nehme Sx und ich nehme Sy. Und das Ganze funktioniert wie folgt. Ich teile einmal durch die Gesamtmasse und multipliziere das Ganze mit dem Bereichsintegral. Hab dort drin die Dichte stehen, dB. Und was ich jetzt zusätzlich reinschreibe, wegen diesem x, ist x mal f dB. Mache ich das Ganze mit y, ist das ganze Spiel auch nochmal mit y zu rechnen. Also das heißt, wieder alles reinschreiben, y mal f dB. Jetzt gibt es darüber hinaus noch einen weiteren Schwerpunktsbegriff. Da kann auch mal vorkommen, dabei sprechen wir nicht vom Massenschwerpunkt, dann sprechen wir vom sogenannten geometrischen Schwerpunkt. Geometrischer Schwerpunkt. Na, und das ist der Massenschwerpunkt mit Dichte F konstant. 1-Funktion. Wenn die Dichte konstant die 1-Funktion ist, dann ist natürlich die Masse auch identisch zum Flächeninhalt. Das heißt, das M wird als A festgesetzt. Und damit haben wir die ganzen Begrifflichkeiten. Das muss man bei Bereichsintegralen rechnen können. Das sind die ganz grundlegenden geometrischen Begriffe. Masse, Flächeninhalt, Massenschwerpunkt und geometrischer Schwerpunkt. Vielen Dank soweit und bis zum nächsten Video. Danke.